Ich finde, Bruder, manche Server, die übertreiben wirklich ihre Lage. Also, was nehmen sie sich eigentlich das Recht, dass sie sagen, dass man über den Server nicht schlecht reden kann? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Stell dir mal vor, bei Call of Duty oder was weiß ich, bei Minecraft oder was weiß ich, wenn du on-stream sagst, aber voll das scheiß Game, gerade voll Kacke und so, dies, das, die Spielehersteller bannen dich dafür. Stellt euch das mal vor. Stellt euch das mal vor. Es gibt Leute, die verfluchen die ganze Generation von den Spieleherstellern. Die wünschen ihnen den Tod. Und Call of Duty, also die Macher, Bruder, bei solchen professionellen Spieleentwickler, die reagieren nicht mal auf sowas. Deswegen, ich finde diese Politik generell von den Menschen voll, die denken, die werden was mäßig, weißt du? Also, ich könnte rein theoretisch sagen, der Server ist der größte Sohn. Das hat eigentlich gar keinen zu jucken. Ich beleidige. Wenn ich Bock hab, beleidige ich. Was ist das für eine Regel? Selbst die größten Konzerne, GTA, Grand Theft Auto, alles, Bruder, keiner von denen verlangt, dass man die nicht beleidigen darf oder so. So eine Regel gibt's nicht. Ich finde, mit sowas schießt du ja nicht selber ins Bein. Du machst dich ein bisschen unbeliebt. Wenn du einen Server hast und du gebannt wirst, nur weil du mal etwas über den Server sagst, was den Server nicht gefällt, würdest du jemanden wegen seiner Stimme auslachen? Bruder, ich sag dir ehrlich, ja, würde ich. Aber ich würde mich auch selber auslachen lassen wegen Stimme. Also, aber humormäßig. Nicht diskriminierend. Ja, wenn du bremst, am besten nicht weiterfahren, okay? Ja, ich dachte, das wäre nur Animation. Hä, warum hast du mich denn hochgeholt, Bro? Ist das ja ein Verkehrsunfall, jetzt mich rein also, liegen lassen müssen. Wenn ein Auto aus dem Nichts anfängt zu brennen, weiß ich nicht, ob das ein Verkehrsunfall ist. Ich bin ja gegen ein paar Sachen geknallt. Kannst du es dann reparieren? Wenn es aus dem Nichts gebrannt hat, dann kann es ja aus dem Nichts repariert werden. Das ist ja sowieso komplett kaputt. Weil du sagst immer, du willst keine Spenden, aber hoffst drauf. Ich verstehe deine Frage nicht. Wie soll ich denn drauf hoffen, wenn ich die Spenden aus habe? Ich verstehe manchmal nicht, was es für dumme Menschen gibt, ne? Du bist echt ein anderes Kaliber. Weil ich euch frage, warum ich in so einen Schwanz fahre, das ist, weil ich in den Chatkanzel reingucke und dabei noch nebenbei rauche. Ist immer anstrengend, oder geradeaus zu fahren. Ja, dessen. Den Server habe ich verlassen, weil Projektleiter zu viel gesagt hat, Bruder. Die haben mir einfach ein einzigartiges Auto gegeben und so, weißt du? Hättet ihr Bock auf einen Server zu spielen, wo irgendein Schwanzlutscher von Streamer ein Auto bekommt mit seinem Kennzeichen oder ein spezielles Auto bekommt, was einzigartig ist und nur er hat und so weiter? Hättet ihr Bock auf so einen Server? Wer hat bitte Bock auf so einen Server? Ich wäre der Erste, der so einen Server direkt verlassen würde. Aus dem Weg, du Würstchen. Was haben wir denn hier? Ey, yo, wer seid ihr denn hier, Schnappschwänze? Hallo? Wer seid ihr, yo? Ich habe einfach Muskelkater an meinen Beinen, weil ich mich gestern gebückt habe, um auf den PC zu gucken. Ich habe davon einfach Muskelkater bekommen. Glaubt ihr es? Oder ich habe früher viel Fitness gemacht, aber ich komme zurzeit halt nicht dazu. Ich will einfach durchgehend meinen Stream immer fortsetzen. Ihr wisst gar nicht, wie schlecht es mir gestern ging, weißt du, weil ich nicht streamen konnte. Wenn ich selber entscheide, dass ich einen Tag mal Pause mache, ist es was ganz anderes. Selbst dann fühle ich mich schlecht. Aber wenn ich streamen will und es nicht kann, das ist so die Hölle gewesen für mich gestern. Wer dein Leben ohne Streamen? Nicht so besonders gut. Impfen oder nicht? Bruder, das Thema gebe ich eigentlich am Arsch vorbei. Ich lasse mich nicht impfen. Warum? Kein Bock auf Spritzen, Bruder. Ich mag keine Spritzen. Ob ich an Impfen glaube, dies, das geht mir alles am Arsch vorbei. Ich habe einfach keinen Bock auf eine Spritze. Welcher Staat ist der schlechteste? Da gibt es einige, Bruder, aber ich würde sagen, FlixRP, Silence Life und Bloodline sind bis jetzt die schlechtesten von allen. Die sind auf jeden Fall auf Platz 1. Die teilen sich alle einen Platz. Das Silence Life automatisch, weil Projektleiter Gekka ist. Immortal, bester Server? Ja, zum Lutschen. Auf jeden Fall. Welche sind die besten? Ja, gibt's ja nicht. Darf ich mir dein Auto ausleihen? Yo, Bro, ey, wir kennen uns. Bruder, weißt du noch die Aktion mit dem Anzug? Ach so, der eine. Ja, laber ja. Mich voll. Raus mit dir dort. Raus! Samu Jackson hier! Ey, yo! Oh shit, yo! Oh, verdammte Scheiße. Ach du grüne Neune, Mann. Ihn hat's voll erwischt. Wie fährst du im Motorrad, Mann? Muss doch mal ein bisschen aufpassen. Muss doch mal ein bisschen aufpassen, mein Bester. Heiliger Strohsack. Das ist ein Kühlschrank, den ich seit 2 Jahren nicht aufgefüllt habe. Der ist einfach Deko. Mehr nicht. Was ich zu 12 Scott Concert sage, Bruder. Kein Bock auf Themen, die jeder Schwanz bespricht. Verpiss dich raus, Mann. Ey, chill, alles gut, Alter. Sidi, dies ist deine allgemeine Verkehrskontrolle. Bitte einmal rechts ranfahren. Ist doch nicht sein Ernst, Alter. Mach dich ab, Alter. Was ist die allgemeine Verkehrskontrolle? Bitte einmal rechts ranfahren. Lutsch, mein Schwanz. Ich hab keine Zeit für dich. Was wollt ihr? Ach, Mensch. Oh nein. Beide Endo aussteigen. Ey, was soll das denn jetzt? Endo. Wir wollten ihn nur darauf hinweisen, dass wir auf der falschen Seite fahren, Mensch. Die Schnauze. Komm rüber. Der da drüben. Sonst klatscht mein Schwanz auf deine Kappe. Was soll das? Wo seid ihr so frech? Wieso frech? Wir wollten sie darauf hinweisen, Mensch. Dass sie auf der falschen Seite fahren. Ihr Pimmellecker. Ihr könnt erstmal zu Fuß weiterfahren. Jetzt macht euch ab hier. Erpisst euch. Ja, Mensch. Meinung zu 7 versus Wild. Was ist das denn zum Teufel? Was ist das denn für eine Kacke? Ich hab noch nie gehört. Was soll das sein? Ist das was? Kann man das essen? Ich werde jetzt erstmal mein ganzes Geld verspielen. Ey, yo, Mann, wo ist die Pokerparty? Da rein? Ich bin hergekommen, mein Geld abzuholen. Dein Geld abzuholen? Natürlich. Geht schon los? Dann let's go. Cool, Digga. Wer ist schon wieder All-In-Gang, Digga? Kollege, kannst du mal kurz kommen? Der was bist du für ein... Immer bitte die Fresse halten und nicht so viel labern.
Dann geh halt zum anderen Tisch. Ah, scheiß drauf, Mann. Ja, scheiß drauf, hat keinen Sinn, Mann. Die labern mir zu viel. Krieg ich Kopfschmerzen. Die labern echt viel zu viel, Alter. Auf dieses Gelaber habe ich ja gar keinen Bock. Auf dieses Rumgekreisch, Rumgeschreie. Eklig, Amanakoim. Eklig. Bruder, Poker bockt nur mit Leuten, die du kennst, ja? Mit denen du so ein bisschen cool bist. Weißt du, aber mit solchen No-Names, die da ganz da richtig Fremdscham reden und so, bockt das nicht. Hättet ihr Bock, mit irgendwelchen Leuten im realen Leben zu pokern, die du nicht kennst? Du pokerst ja auch. Ey, du solltest gar nicht pokern, weil Glücksspiel nichts Gutes ist, aber wenn du pokerst, dann machst du es ja mit Freunden und so, weißt du? Was geht, yo? Was geht, was los? Ich würde gern beitreten. Beitreten? Ja. Warte, da muss ich mal den OG rufen. Wollen wir den OG machen? Lass mal schnacken. Ich weiß gar nicht, ob der da ist. Sag ihm mal, der soll aufstehen, verdammte Scheiße. Und aufhören zu Jackson. Oha, Digga. Der Ratchet. Also, die sind ja voll fremd, Charm. Willst du dich mal vorstellen, oder was? Ja, ich will mich nicht vorstellen, Mann. Ich will rein. Ja, dann komm mal mit, Digga. Was wir bewerben dort? Du siehst aus wie mein Schwanz. Bewerben, hä? Bewerben, hä? Oh, sorry. Ja, ist der Marion. Hier ist deine Bewerbung. Willst du dich bewerben? Ich wollte mich nur bewerben, ja. Hier ist deine Bewerbung. Meine Bewerbung gestört, ihr Hunde. Was mit dir dort? Der Strumpf seiner Mami. Bist du denn, du Schwanni? Egal, Jungs, gib mir meinen Job, dann fange ich an. Gib mir meinen Job, wir machen es ganz schnell und dann machen wir Rambazamba. OG, komm, wir müssen schnacken. OG, komm, wir schnacken kurz. Scheiß auf den Schwanzlutscher. Ey, yo, OG, Mann, scheiß auf den Penner. Wir wollen uns jetzt bewerben. Was für bewerben, Mann? Du bist der größte Schwanz. Du bist ja ein richtiger Cocksucker. Wie du aussiehst, Alter. Du siehst aus wie ein Schlappschwanz. Komm, was ist los, Mach die Feste los, ne? Da liegt er. Mach die Feste ab, mach die Feste weg. Mach die Feste weg. Ja, hä, Fesseln weg! Ey, chill, chill! Hä, Fesseln, hä? Was denn? Wohin läufst du? Bleib mal stehen! Oh, ey, mein Bester! Ey, das war mal eine kurze Geschichte. Ja, Bruder, warte kurz, damit du keinen Nackenschmerzen bekommst. Und? Müll. Ich geh da mal quitten. Nein, nein, warte, ich muss dir was sagen. Unter uns. Also, du darfst das den anderen nicht sagen. Versprech mir, dass du dir nicht sagst. Versprochen. Warum hast du eigentlich so einen kleinen Schwanz? Ich sag doch nur, dass ich deine Mutter gekriegt hab. Das Einzige, was du jetzt machst, ist meine Pisse schlucken. Oh shit. Mund auf. Nein, Mund auf, nicht gehen. Mund aufmachen. Kriegst du den Arschloch erstmal einen Strahl? Ich will mich bewerben. Das Einzige, was du regst, ist ein Strahl in dein Arschloch. So, schmeiß den Müll mal in den Müll. Wie verdammte Scheiße, ich war vor dem da. Einmal kurz still sein, bitte. Halt's Maul. Wie halt's Maul? Also, wie redest du? Wie rede ich? Wie redest verdammt du? Die Scheiße, kommen die hier rein? Was willst du denn, du Albewurst? Immer noch in unsere Orts, ja. Ihr möchte gern's. Scheiß auf die P***s, Mann. Der richtige P***s. Was ist das für ein OG-Lan? Richtiger Lappen. Ach du Scheiße, Alter. Der ist geflogen bis zum Mond. Ich glaube, das VDM hat sich anders vorgestellt. Wir bringen das Geld kurz zum Würfelpark. Mit dem Flugzeug. Helikopter-Action. Du sagst es, mein Bester. Nein. Oh, Scheiße. Keine Helikopter-Action. Ich habe so viel Geld ausgegeben in letzter Zeit, ne? Ich bin so durchgebrannt. Aber ich mache das gerne, weißt du? Ich habe mir das MacBook geholt, nur damit ihr bessere Videos bekommt, bessere Qualität, damit ich besser schneiden kann. Das ist es mir wirklich wert, Mann. Ich hätte rein theoretisch auch meinen PC erst nächste Woche reparieren lassen, dann hätte ich wahrscheinlich dafür die Hälfte bezahlt. Aber ich wollte einfach heute streamen, Mann. Ich wollte einfach heute streamen. Ich hätte jedes Geld, also solange ich das Geld habe, hätte ich alles bezahlt dafür, dass der PC Deck heute heil ist. Ich habe echt alles dafür getan. Ich habe die Nacht durchgemacht und morgens um 8, 9 Uhr zum PC-Laden gegangen. Mit Augenringen des Todes und habe den PC reparieren lassen. Weißt du, warum ich mit dem Platz keinen Bock mehr auf die hatte? Solche Leute, da merkst du das richtig krass, die sind in einer OOC-Rolle. Die fühlen sich OOC wie der King. Also richtiger Möchtiger, ein Schnittloch-OG-mäßig. Weißt du, so richtige Lappen. Die verdiente Word, dass so alles reicht. Ich habe ein Jahr live hier gearbeitet und habe da halt Erspartes gehabt. 14.000, 15.000 und das habe ich jetzt alles ausgegeben. Ich habe für das Setup 10.000 bezahlt und jetzt das MacBook, dies, das und so. Von dem Geld ist nichts mehr übrig. Aber egal, scheiß drauf. Irgendwann werden wir eh alle unter der Erde liegen. Das Geld kannst du eh nicht mitnehmen. Wir landen alle irgendwann unter der Erde. Da bringen die deine Papierscheine auch nicht mehr. Das, was ich an Geld am meisten hasse, ist, dass durch Geld die Menschen so negativ werden, weißt du? Also das Geld an sich hat ja keine Schuld. Es sind die Menschen, die sich für das Geld verändern und so Sachen machen. Das ist das Schlimme an der Sache. Also ich habe keinen Hass gegenüber Geld, sondern ich habe einen Hass gegenüber dem, was Geld mit Menschen macht. Es ist ja leider so, dass bei jedem Streamer, dass wenn du reinkommst und keine Ahnung, dem Geld gibst, dass du halt automatisch ein guter Zuschauer bist. Ich will was komplett anderes erschaffen. Ich habe noch nie gesagt, dass ihr bei YouTube abonnieren sollt, Glocke aktivieren sollt und so Müll. Aus folgendem Grund. Wenn ich das sage,
vielleicht wären wir dann jetzt 20.000 Abonnenten, ja, aber die Hälfte hat jetzt nur getan, weil man es denen sagt. Weil viele machen das, wenn du das denen sagst, vor allem jüngere Leute. Aber das hat für mich keinen Wert dann. Wenn die Leute es machen wollen, dann müssen sie es von sich selber aus machen, ohne dass ich was sage, weil die halt meine Videos immer wieder schauen wollen. Und wenn die das dann aus eigenem Willen machen, dann ist das, ist diese Zahl dann auch viel, viel mehr wert, weil man es aus eigenem Stück macht. Es ergibt gar keinen Sinn. Warum soll ich das sagen, dass Leute followen oder abonnieren? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Das ist ja für die Leute selber. Wenn die ein Video schauen oder einen Stream schauen und sagen, den würde ich gerne nochmal Video schauen, von denen nochmal zuschauen, dann machst du es von selber. Oh, Medic, danke dir, mein Bester. Hallöchen, ja, kein Problem, ne? Oh, du bist es, was geht? Natürlich. Ey, yo, was bist du denn bei Medic? Kannst du mir eventuell einen Job anbieten? Kommt drauf an, wenn du mich dann wieder verhaust. Kennt ihr den Clip mit dem Taser? Das ist der hier. Da musst du dich auf jeden Fall nochmal neu entkleiden. Okay, mach ich, danke dir. Zieh dich mal hier was an. Kannst du mir vielleicht für einen Stoller das ist der. Okay? Ja, du hast doch selber gerade auf der Bank. Ne, ich hab 0 Dollar, genau. Danke. Arme Nerken, der geiert wegen 50 Dollar. Was ein geiziger Geizkragen. Wir haben den einfach rausgeholt. Bist auch nicht so langsam mal fertig hier. Halt die Schnauze. Alter, was ist denn dein Problem, Alter? Warum hast du Land gewinnst? Junge, ich hab dir doch 50 Dollar gegeben. Wow, 50 Dollar, Alter. Sagen wir dir. Alter, ja, komm. Verlass mal bitte das MD. Ich zieh mich gerade um, verpiss dich mal. Man muss anders regeln. So, verlass jetzt das MD. Gut, Digi. Können wir immer weiter so machen. Ich kann auch gleich einen von oben holen. Können wir auch machen. Verlass jetzt das MD. Du Hund. Biss ich doch mal jetzt hier. Ja, okay. Du Stück Scheiße. Ja, können wir probieren hier. Kannst du schon mal schießen, wa? Alles auf Dash, gell. Ja, gut. Schöne Ausreise, ne? Hier. Hier, du Stück Scheiße, Alter. Nächstes Mal nicht so frech werden, du Bastard. Herr Doktor, es ist ein Notfall. Ich glaube, dem Herr Doktor geht's nicht gut. Wo ist der Herr Doktor? Ruf den. Siehst du ihn nicht da hinten? Wo ist der? Da hinten, wo er liegt, da. Hat Kopf gegen Wand geknallt, der Arme. Was macht er denn da? Der hat mir aber 50 Dollar gegeben und wurde einfach dafür verprügelt. Ich glaube, die 50 Dollar haben sich gar nicht gelohnt. Oh Mann, das war der gerade. Wie bist du aufs Streamen gekommen? Bruder, ich wollte eigentlich immer schon streamen. Ich sag dir ganz ehrlich, das erste Mal streamen wollte ich schon so 2011. Ich weiß nicht, 11 oder 12. Zu Justin-TV-Zeiten. Da, wo es noch nicht Twitch hieß. Damals wollte ich schon streamen. Aber ich hab's nie gemacht. Keine Ahnung, ich hab mich nicht getraut. Leute in meiner Umgebung haben mir gesagt, mach nichts und so, voll peinlich, dies, das. Also eigentlich wäre ich schon vor 5 Jahren auf Twitch gewesen, aber... Ich hab's nie gemacht, Bruder. Ich hab mich nicht getraut. Keine Ahnung, warum. Und irgendwann habe ich meinen Mut zusammengepackt und hab's einfach gemacht. Was geht dir, Cocksucker? Was sagst du? Ich krieg mal aus unserem Auto. Ja, chill da mal, du Schwanz. Mach dich ab. Schieß. Ja, wenn du dich mir auf den Weg stellst, hab ich auch keine Wahl. 20 Leute schießen, aber keiner trifft, oder was? Oh, ein Schuss getroffen auf der Schulter. Ja, naja, können wir besser machen. Meinung zu Fanboys. Es gibt welche, die schauen mich, aber die tun so, als wenn die mich nicht kennen, oder? Das sind richtig ekelhafte Penner. Und das sind diese Opfer, die dann mich metern und dann sagen, ich will nicht mehr, wie du bist, ich will nicht mehr, wie du bist. Das sind diese Opfer, die ich überhaupt gar nicht leiden kann. Aber die anderen, Bruder, sind Gold wert. Ich schwöre, ich wusste, dass das mir passiert, ja. So ein und deine Oma f*** ich hier, deine Oma f*** ich, die kleine Gilf. Nein, Jungs, ich hab keinen Bock auf Bloodline, Mann. Wenn ich mir meinen Schwanz lutschen lassen will, dann geh ich puff. Wo seid ihr denn, Amon? Ich warte auf euch. Was los? Ich würde euch gerne beitreten. Ich bin Samo, yo. Hey, yo, what's up, homie? Was geht, Brother? Ich will gerne beitreten, yo. Wie seid ihr mit dem Platz? Nicht so die Besten, Bruder. Ich will die f***en, Mann. Heute noch. Hey. Willst du Unterstützung, oder was? Ich will gerne beitreten, verdammte Scheiße. Ja, stell dich mal vor, Digga. Ich bin Samo Jackson, yo. Ich bin Auftragskiller. Ich agiere aus dem Schatten heraus. Okay. Also, habt ihr Bock? Auf Action? Ja, auf Action schon. Ja, auf Auflösung nicht, Bruder. Wie Auflösung? Achso. Wenn wir jetzt Action machen, Digga, Nein, wir machen legitime Action. Keine Sorge, mein Bester. Legitime Action machen wir jetzt. Wir machen Platz jetzt, Schnippschnapp, Pimmel ab. Komm ich rein bei euch? Ja, komm. Gib mir meinen Schuss, verdammte Scheiße. Ich pumps dir gleich, diese So, hast du bekommen? Hey, Bruder. Ja. Wir jetzt Platz. Also sind wir unschlagbar, sagst du? Ja, jetzt flieg nicht. Ich will auf jeden Fall die Platz heute komplett f***en. Rot ist meine Lieblingsfarbe und ich akzeptiere das nicht, dass irgendwelche Leute meine Farbe tragen. Ja, war wohl nichts mit Nitro. Das ist, ich kenne den doch, Mann, das Auto ist von mir. Der Pitcher, Mann. Ja, da will ich auch schlafen. Das ist der eben Waffenladen mir das Auto geklaut hat, der Sohn. Ich will jetzt Platz-Action. Versammelt euch. Auf Stelle an. Schlecht auf. Ruft alle, die wir haben. Wir werden die f***en. In den Arsch. Aber ohne Gummi. Nicht vergessen. Ihr könnt es wagen, meine Farbe zu benutzen. Meine Lieblingsfarbe. Wir werden die f***en. Wir
wir die? Was ist denn mit der Laterne, verdammte Scheiße? Die ist schon lange kaputt. Halt wieder, wir stürmen einfach rein und machen direkt Action. Komplette Action, aber von allerfeinsten. Mit 10 außer Stürme einfach direkt rein. Da bam, 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 bam. Oder ja, die machen es hinterrücks und dann merken die nicht mehr, dass sie gefickt wurden. Ich würde sagen, wer ist für komplette Action nach hier? Die undercover machen wollen nach hier. Aha, ihr wollt die Action also, Jungs, ne? Das gefällt mir, okay. Pro Auto 2 Leute, desto mehr Autos, desto besser. Jungs, irgendjemand soll schon mal den Call rauslocken. Geht einer rein und sagt schon mal irgendwas. Dann kommen wir hinterher. Ja, es ist schon einer drin, einer ist schon dahin. Jetzt will ich die Action sehen. Ich krieg die Krise, wenn die nicht da sind. Wenn er da. Was ist denn hier los? Ey, verdammte Scheiße, das hab ich mir aber ein bisschen anders vorgestellt. Aussteigen. Ey, Bruder, schieß dich auf mich an, Monagoim. Das krieg ich die Krise. Der war der Herrscher! Das ist die Action, die ich habe! Jungs, lass mir auch was vom Kuchen. Was ist das denn, verdammte Scheiße, Mann? Ich hab nicht mal einen gesehen! Hab einen. Jungs, lass mir doch auch mal was übrig. Jungs, wenn keiner mehr in der Hut ist, fahrt durch die ganze Stadt, der Herrscher, Mann! Hä? Was ist das? Hä? Habt ihr Welle geschoben, Alter? Hast du Welle geschoben? Alle Leichen hier in die Mitte! Ey Mann, ey, ich wollte auch einen töten, Mann. Ich hab nicht einen gesehen. Welcher Lappen ist der OG? Ich will gleich mal kurz mit dem OG schnacken, warum der es wagt, meine Farbe zu tragen. Ich will auch einen vernaschen. Ich will auch noch was vom Kuchen. Wo? Oh Mann, ey, lass mich doch! Was macht ihr denn hier? Hör auf zu schießen, chill. Warum schießt du auf mich? Ein Auto fährt weg zum MD wahrscheinlich. Wow. Ja, aber das nicht gemacht. Bist du die Geisel? Nein. Das ist ja, dann stirbst du. Ja. Mann, ey, die haben ja alle weggeschnappt, Mann. Egal, scheiß drauf. Ich finde euch gleich den OG. Wollen wir den gleich hoch. Oh, scheiße, Mann. Er wollte den Arsch, wa? Ich glaube, der Oberkörper frei ist der OG. Den Penner knöpfe ich mir gleich vor. Der kommt mit mir privat mit, ja? Ich habe mit denen noch eine Session zu erledigen. Wartet mal kurz. Ich habe irgendwie gerade Probleme. Ich sollte mich mal ein bisschen bewegen. Kommt alle her, wir tanzen jetzt ein bisschen. Jetzt gibt's OG-Action. Sollen wir die abziehen oder nicht? Natürlich zieh dir ab, bis zur Unterhose! Okay. Alles, selbst das Wasser, alles! Sogar deine Unterhose mit Kackstreifen will ich! Renn doch, du Pimmellecker! Und? Keine Ahnung, du Pimmellecker, ne? Steig ein und. Jetzt gibt's OG Action! Hast du Kopfschmerzen, Digga? Du hältst deine Schnauze. Lass mir den mal ein bisschen tanzen! Aussteigen, und. Komm mit. Frisch geworden, ne? OG? Mein Schwanz kannst du lutschen. Oder so, Hund? Ja, mit der AP. Joints gibt's mir auch, du hast den, bin ich schon weggekifft. OG, frisch geworden, du Hund. Aussehen. Komplett. Wie aussehen, Digga? Aussehen, komplett. Nackig, ich will deine Klöten sehen. Schneller, du Hund. Schneller. So, geh auf die Stange. Ich will jetzt schöne Dance-Moves sehen von dir, du Hund. Jetzt gibt's eine OG-Show. An die Stange mit dir. Fang an zu tanzen. Bist du denn für ein Schwanz? Mach dich ab hier. Geh raus. So, einen Moment, ja. Ich arrangiere kurz Musik für dich. Fang an zu tanzen, du Hund! Fang an zu tanzen, du Hund! Fang an zu tanzen, du Tanz! An der Stange! Wo bist du denn? Weg mit dir! Ich hab grad OG Action, geh raus! Ich will eine Waffe verkaufen! Nein, raus hier, Hund! Tanz, Hund! Tanz! Twerken! Tanz, twerken! Twerken! Ja! In meine Richtung! Woo! OG, du Schwanz! Oh yeah! Oh, nice! Oh, in meine Richtung! Ich will deine Klöten sehen! Zeig mir die Klöten! Oh yeah! Rutsch die Stange runter! Mach die Arme runter, du Hund! Oh yeah! Oh, nice! Gott! Ja, tanz mal weiter! Es reicht. Du Pimmellecker, du. Einsteigen. Okay, Bock mehr auf den Penner. Schmeiß ihn aber hier raus. Aussteigen. Frisch geworden, hä? Dann kannst du mal aussteigen, du Idiot. Und du sollst ein OG sein? Scheißhaufen bist du. Und boah, aua. OG, hä? Weich aus. Oh, nicht schlecht. Schlag! Wirklich? Schlag! Zack. Schlag mich. Schlag mich an! Und? Oh, nicht schlecht. Oh. Das war ein bisschen anders kalkuliert. Kelvin, Bruder, du hast ja eben 10 Subs gegeben, Bruder. Es soll wirklich nicht undankbar rüberkommen, aber zeig dich viel Reaktion, weil ich möchte einfach nicht dazu animieren, dass andere Leute auch noch mehr Geld ausgeben, weißt du? Danke dir. Geiler Schlitten, yo. Geiler Schlitti. Schlitten-Action. Oh, scheiße. Das war's mal mit der Schlitten-Action. Abkürzung, durch die Lücke, durch den Typen, zack, nach links driften, durch diese zwei... Oh, scheiße. Squad Action! Hey, warum haben wir jetzt einen Frackmann bekommen? Ja, weil die irgendwie Memmen geweint haben wahrscheinlich. Kann man auf dem Ding zu zweit fahren? Nee, geht nicht. Dann geh mal runter. Erstmal Pimmel lecken. Was geht, ihr P***s? Das sind doch alles Cocksacker hier. Ey, du da! Gib mir dein Fahrrad! Warum?
Darum. Du lässt das liegen und geht zu Fuß. Warum? Darum. Okay. Nein, Spaß, komm, nimm es. Feuer in der Arme. Was brauchst du denn? Ich brauche eine Pistole. Was geht, du Muschi? Was geht, du Puss? Was geht, yo? Hallo. Ja? Was denn, Mann? Lass mich ein bisschen rumcruisen hier. In unsere Hut? Was meint ihr? Ja, was für Hut, ey? Komm mal runter von eurem Film. Trauen sich einfach nicht in ihre Hut zu schießen, was der P***ist. Erstmal funken, war erstmal 20 Leute holen. Weil zu viert kriegen sie es nicht gebacken. Squad Action! Boah, ich kriege epileptische Anfälle von diesem scheiß Zeug. Action! Oder warum fest? Squad Action! Mann, fest in Hut! Mann, fest in Hut! Hey, kannst du nicht in die Hut fahren? Kannst du nicht in die Hut fahren? Hast du so lebt keinen Sinn? Was denn? Darf ich denn nicht rumfahren oder was? Achso, okay. Hast du Korb bekommen, wa? Okay. Guck mal, ihr seid solche Memme mit Waffen in der Hand. Ihr seid schon P***s seid ihr. Oh shit, yo! Shit, chill! Mit AP seid ihr trotzdem scheiße! Oh shit, yo! Gehörst du zum Platz oder nicht? Hä? Platz Action. Weil die Opfer, die haben dich einfach versteckt in den Häusern und so. Ey, was sind das für Memmen, ja? Mach durch nicht ins Höschen, Mann. Ich bin irgendein Shitloch. Ja, ich bin Taxifahrer, darf ich Sie irgendwo hinfahren? Ja, könnten Sie vielleicht bitte von meinem Fahrzeug runtergehen? Ey, Bro, ich will jetzt ausreisen. Ich hab noch ein bisschen Geld. Ich geb dir das, komm. Nein, ich will kein Geld. Ich will das. Dann lutsch mal nach, ja, tschüss. Ja, steig jetzt mal ein. Ja, komm, gib mir das Geld. Komm, dann lass mal alles. Ja, hier, komm. Wann willst du mir denn jetzt Geld geben? Einmal so. Schatz, du. Tschüss! Geckiger Abau, bye bye! Das ist Mord, was Sie hier tun. Hä, was? Ich mach alles. Hey. Hey. Tessa, hey. Steigen Sie ein. Oh. Alles okay bei Ihnen? Tessa Action. Ich habe Schachschuhe. Hey. Nix, tschüss. Kleiner Schling. So, hey, was ist denn das hier? Hey. Ja. Ich will mir hier nur ein bisschen lischen. Was bist du für einer? Hey! Oh shit, man! Das ist na komm. Oh shit, man! Warum fällst du mich? Ey, Musti! Hallo? Oh, er ist tot. Oh, rein. Was geht denn ab? Ey, wer trinkt da? Wer trinkt da ganze Zeit? Was soll das? Bug using the Hund. Ein Tag reicht. Ich schwöre auf deine Mutter, dass du den nicht getragen hast. Wow, okay, ich hab den getragen. Aber erst nachdem er mich getragen hat. Ja, okay, weil du so ehrlich warst, bann ich dich nicht, scheiß drauf. Okay. Ehrlichkeit wird belohnt, ich hol dich sogar hoch. Du bist keine Sohn, der auf seine Mutter bei so einer Scheiße schwört. Das sagt ja schon einiges. Ist nichts Schönes. Taser Action! Doch, ich hab doch mal. Taser Action! Böse Geist! Bis ich einmal verfehle. Ja, verfehle, aber lass ich hier Ruhe. Jetzt, ja. Okay. So, wir machen jetzt einen Boxfight. Komm, ja, Mann gegen Mann. Sag, wenn du ready bist, ja? Ich bin ready. Oh, shit. Okay. Zack, zack. Oh, nein. Oh, shit. Oh scheiße, yo, jetzt hast du mich. Oh scheiße. Oh shit. Reißt du mich oder soll ich mir Bandagen geben? Nein, er ist nicht gereift. Ich bin eigentlich nur für Discord-Support, weißt du? Schnauze. Hier, kriegst du einen Turbo-Faust. Was du Turbo? Hier, Turbo-Faust gegen dein Kinn. Turbo-Faust. Zack. Nicht schlecht. Zack, nicht den Rücken zum Gegner wenden, weißt du doch. Einmal daneben. Ah, du Hund. Turbo. Zack, noch eine. Oh nein, oh nein. Zack, noch eine. Wie schaut's aus? Digga, wie schaut's aus mit dem Ausweichen, Tamam. Zeig mir, wie du ausweichst. Oh, Digga, er haut einfach. Was ist los? Jetzt. Kick auf den Boden! Oh scheiße, ich bin geflogen. So, und wer war das denn? Ey, wer hat euch von mich getasert hier? Meine, du kleiner W***er, du kommst sofort. Ich taser dich, ja. Ey, was schlägt ihr mich? Ich bin alle hier. Ey, was schlägt ihr mich, Mann? Beruhigt euch mal.
Was? Hier, ich taser dich. Kleiner Hosen, warum machst du sowas? Hier, ich... So, du bist ja. Denkst du, ich bin hier Dingens jetzt, ja? Ich zeig dir jetzt mal, mein... Hier, ich taser dich so. Ich taser jetzt, weil er verprügeln kann. Soll er verprügeln, du, ja? Ja, Mann, gib's ihm. Mit meinem dritten Bein hab ich dich gerade Er hat's verdient. Taser Action. Digga, was ist denn das? Also, wie willst du hier schlagen? Komm her. Ey, pack mal deinen Taser weg, du Wichser. Du kannst nur mich schlagen, wenn du Taser. Allem, wer hat hier einen Taser, Mann? Das gibt's doch nicht, Mann. Wer tasert hier? Ey, wer tasert hier? Ich raste euch aus. Ey, ich bin hier weg, Mann. Das gibt's doch nicht, Alter. Was ist denn hier für eine Scheiße? Ich hab doch alles richtig in meinem Leben gemacht. Wieso? Ey, was machst du da für eine Scheiße? Hör mal auf, jetzt zisch mal ab, du Lachs. Der auf dem Dach. Nein, halt. Ey, was für mich? Was ist denn hier los? Kommst du nicht raus? Nee. Ja, Fulkan, du weißt ganz genau, woran das liegt. Woran? Ja, musst weniger Schwänze lutschen. Mein Problem ist, Bruder, ich bin ein Mensch, ich bin ganz schnell down. Wenn irgendwas in meinem Leben nicht gut funktioniert, dann bin ich ganz schnell unten. Aber ich habe mir angewohnt, immer die Ruhe zu bewahren. Früher war ich richtig schlimm in dieser Hinsicht. Immer richtig abgekackt, wenn sowas passiert ist. Ich habe echt Respekt vor jedem Einzelnen, der so richtig arbeitet, der durchzieht, etwas tut. Es ist nicht immer wichtig, viel Geld zu verdienen. Es ist auch mal wichtig, dass du auch mal ein bisschen für andere denkst, dass du mal ein bisschen an die Menschheit denkst. Weißt du? Es bringt dir nichts, wenn du viel Geld verdienst, aber das, was du machst, nicht vielen Menschen was bringt. Aber wenn du ein Arzt bist zum Beispiel, keine Ahnung, eine Schwester oder was weiß ich, und du verdienst halt nicht so viel, also du tust meiner Meinung nach mehr als 70-80% der Menschheit tust du auf jeden Fall schon mal mehr. Wie viel kostet ein Sub? Wie viel ein Sub kostet, weiß ich nicht. Ich glaube 4 Euro, aber ich sag dir offen ehrlich, Bruder, gib niemals 4 Euro für so eine Kacke aus. Mach es nicht bei mir, mach es bei niemandem. Tu mir bitte den Gefallen. Das ist einfach nur verschwendete Geld. Wenn du Geld zu viel hast, tamam, dann gib das Geld Armen. Leute, die kein Essen haben. Aber spende es nicht irgendwelchen. Das ist einfach nur sinnlos und Geldverschwendung. Mehr ist das nicht. Donaten ist nochmal eine Schippe mehr. Bei Sub kannst du ja Prime machen, weißt du? Dann kannst du ja rein theoretisch das gratis machen und so. Das kann man noch einigermaßen gut reden. Aber auch Sub. Viel zu viele Sachen. Sub-Gifts kostet Geld. Normale Subs kosten Geld. Gib kein Geld aus für irgendwelchen. Ja, den Satz sage ich lieber nicht. Ich wollte gerade sagen, kauft euch lieber keine Bits. Aber solche Sachen sollte ich lieber nicht sagen. Weil Bits ist ja, wenn ihr kauft, ist ja Twitch derjenige, der davon profitiert. Ich sollte keine Sachen sagen, die Twitch schaden. Deswegen, ich sag nur auf mich bezogen Sachen. Mit Bits, den Satz wollte ich jetzt nicht sagen. Weil ich dann quasi sage, kauft euch keine Bits. Dann verdient ja Twitch kein Geld. Deswegen, ich will der Plattform nicht schaden, wo ich streamen darf. Und die Plattform ist meiner Meinung nach der beste. Klar, das ein oder andere ist ein bisschen so komisch. Aber jede Plattform hat seine Macken. Aber dennoch ist es meiner Meinung nach die beste Plattform, die es jemals gegeben hat, auf die man streamen kann. Twitch number one. Und YouTube Number One bei Video hochladen. Ich habe meine 400-500 Euro im Monat und das reicht mir. Und die verdiene ich mit meinem Job, weil deswegen arbeite ich Teilzeit. Klar, ich habe jetzt die letzten 2 Monate nichts bekommen. Ich habe Vertrag vor 1,5 Monaten unterschrieben und ich habe immer noch nicht gearbeitet, weil die Wichser für mich keine anständige Arbeit hatte. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Ne? Warum soll ich LKW ausräumen? Da habe ich 3-mal angerufen und 3-mal gesagt, dass ich LKW machen soll. Warum soll ich LKW ausräumen, wenn ich sowieso Mindestlohn bekomme? Das akzeptiere ich nicht. Ich habe Ausgaben 300 Euro im Monat. Dann habe ich noch so 102 Euro. Essen, das war's. Mehr brauche ich nicht, Bro. Ich habe ein Auto. Ah, okay, das Auto kostet auch monatlich nochmal 20, 30 Euro, aber ich habe bezahlt keine Miete, weil ich bei Eltern wohne, aber ich brauche nicht mehr. Ich sag euch ehrlich. Bruder, ich habe es versucht früher, ja. Hat nicht geklappt. Hatte früher auch eine Zeit, wo ich immer 5, 6, 7, 8, 9.000 verdient habe. War eine scheiß Zeit. Ich finde es so, wie es gerade ist. Ich hoffe und ich wünsche mir, dass es so bleibt. Wenn ich viel Geld irgendwann haben würde, dann ich würde damit andere Sachen machen. Keine Ahnung, ich würde einen Brunnen in Afrika bauen oder sowas. Ich weiß, man kann nicht so viel Geld haben, dass man die Welt verändern kann. Das schafft man nicht. Irgendwo muss man ja anfangen. Das heißt zwar Bitcoin, ja. Geh mir am Arsch vorbei. Bitcoin kann man Schwanz lutschen. Glücksspiele ist das ekelhafteste, was es gibt. Glücksspiele wurde einfach erfunden vom Teufel. Ey, yo, Mann, zu wem gehört ihr? Ja, ja. Mach die Pfötchen hoch, du. Oh, scheiße. In den Laden rein, du Pimmelecker. Ja, ich geh rein. Spaghetti-Schwanz, du. Schneller. Oh, geh. Okay. Ein wieder der Hand. Oh nein, das ist Samu Jackson, Digga. Ey, f*** die Samu, f*** dumm. Wer war das? Wie schmeckt euer Kopfschuss, hä? Medic, hä? Medic, mein Bester, Alter. Du bist der Beste. Digga, Mann. Bester Medic. Der ist so gerade der Kopfschuss. Medic, schlägt den Live ab. Aus welchem Land kommst du? Ich komme aus Manchester, Bruder. Mach dich bereit, ne? Die wollen vielleicht schießen. Echt? Action? Jetzt, was machst du, oder du musst dein Ding am Vergewaltigen? Was war das denn für ein Kack, Alter? Das war ja echt kurz.
Ey, Bruder, ja, lass mich doch, ja. Mann, ey, wie Asuka, ja, Munakoim. Ich hab nur 3 Stück abbekommen. Was ist das denn für eine Kack? Das ist nicht die Action, die ich wollte. 3 Hampelmänner habe ich nicht bekommen, die sowieso in einer Stelle gestanden haben. Das kriegt doch sogar meine Oma hin. Was sind das eigentlich für Strumpfhosen, die da haben? Was ist das, Alter? Bin Laden für Arme oder was? Osama! So, ich gebe mir jetzt ein bisschen Heli-Action. Heli-Action! Komm mal schnell raus, Bruder. Komm mal raus! Ich will aber Heli-Action, Mann! Der Torpedo ist doch schon am Drehen! Ich kann den doch jetzt nicht unterbrechen! Komm raus jetzt, Lan! Das kann ich doch jetzt nicht machen, Mann! Das ist die Regel! Wenn der Torpedo einmal läuft, dann muss er durchlaufen! Wird es das für mich lohnen, den Torpedo jetzt zu unterbrechen? Ja. Okay, das setzt sich ja was, nach was Geilem, Mann. Was sei denn zu Perma-Ausreise bekommen? Was meinst du mit permanenter Ausreise? Wegen Outfit oder was? Ja. Ja, hab ich doch schon mit dem geklärt, du Würstchen. Mit wem? Ja, mit dem Sergio hab ich doch schon geklärt, du ja, halbes na, Hemd. Ach, Digga, halbes Frikadelle. Dafür hast du mein Torpedo jetzt unterbrechen lassen. Jetzt ein halbes Würstchen dann. Ja, dann Viertelwürstchen. Mach dich ab, du Mini-Maker-Wurst. Was, Lan? Mini-Maker-Würstchen, du. Die Schnauze, Penner. Oh, scheiße, Mann, ich glaub. Was Mini-Maker-Würstchen, Digga? Scheiße, verdammte Scheiße, ich verrecke, Lan. Kann ja, ich dir fahren? Halt die Schnauze, du Würstchen, du. Du Mini-Maker-Kackwurst. Ey, verdammt, Mini-Maker. Sagst du Mini-Maker, Digga? Ja, du bist eine Mini-Maker-Wurst. Was ist denn daran jetzt verwerflich? Die ist OC, Matt. So, wir sehen uns dann, Würstchen. Was, Würstchen, Digga? Ja, okay, das sind offizielles Blatt drauf. Fertig. Support, kein Call. Er hat keinen Call gegeben, Bruder. Weil er dich Mini-Maker-Würstchen genannt hat. Ich hab dich nicht beleidigt. Beleidigung ist indirekt ein Call. Mini-Maker-Würstchen ist keine Beleidigung. Der hat mich einfach gekillt, Mann, ohne Call. Ja, Bloodout nennt man das. Was für Bloodout, Alter? Du hast mich einfach gekillt, Digga, du Pussy. Ich hab dir gesagt, das ist ein offizielles Bloodout. Bist du für eine Pussy, Lan? Du bist OC Mad einfach. Das sei einfach alles. Ich hab nicht nur gesagt, gar nichts. Würstchen hab ich nur gesagt. Wie kann man von Würstchen getriggert werden, ja? Der ist doch gar nicht RP-fähig, Mann. Ich versuche nicht mal RP. Ich kann die Regeln trotzdem 100 mal besser als du. Wegen halbes Würstchen bist du ja am durchflippen. Was ist das, ja? Wer ist denn nicht gerne ein Wurst? Wegen halbes Würstchen Bloodout, dem ich einfach. Bruder, du tust, als wenn das ein Kompliment wäre, Digga. Halbes Würstchen sagst du jedem, Mann. Ist das ein Kompliment? Bruder, ist das ein Kompliment? Es ist gar nichts. Es ist keine Beleidigung auch. Bruder, ist kein Kompliment, Digga. Oh mein Gott, Mann. Wie kann man von sowas OC getriggert werden, ja? Ich sag einfach Mini-Maker-Wurst. Wie kann man sowas nicht mit Humor nehmen? Wie kann man sowas als Beleidigung nehmen, ja? Ihr seid in einer OC-Rolle. Ist doch okay, Mann. Er blattert auch einfach ohne mit irgendwas was zu besprechen, nur weil ich zu dem Würstchen sage. Was ist das für ein Typ, ja? Was ist das für ein Mumba-AP, Amunakoim? Das ist ja richtig AIDS, Amunakoim. Man bespricht doch erstmal mit OGs, einfach töten, während ich mir Heli. Blattert, war geiles RP, Bruder. Richtig nice. Was denn vernünftig? Richtig ist nice. Was? Ein Baller, Alter, leise. Was Pommes, Bruder? Was? Wie heißt die Pommes? Komm mir nicht mit Fremdschambegriffen, ja? Weißt du, Pommes, ja? Was ist das, ja? Ich verstehe gar nicht, was er sagt. Du solltest mal Schwanz aus dem. Du hast jetzt hier dein Bloodout von dem. Ja, ich will sowieso nicht zu denen rein. Das sind irgendwelche sowieso kleine Kinder, Kindergartenkinder, die OOC Mads sind wegen ihr halbes Würstchen. Zum Glück. Guck mal, das, was du schon sagst, ich sag schon viel aus. Du bist sehr unreif, ja. Scheiß auf dich. Nein. Ja, komm, geh mit dem. Der will den Pimmes zacken. Jungs, macht euch keine Sorgen. Ich werde die Bowlers alle abknallen demnächst. Ich bin nicht mehr bei denen. Ich werde die alle. Macht euch keine Sorgen. Was für halbe Würstchen, ja. Was für Frikadellen, Alter. Richtige Mini-Maker-Wurst, Alter. Aber die billige Version aus Türkei. Ey, jeder, der auf dem Server ist, ballert diese Growth weg. Also, diese Kreis. Ey, der ist einfach getriggert, Ding. Mini-Maker-Würstchen. Es gibt nur eine Option, warum der getriggert wird von Mini-Maker-Würstchen. Option 1, er kann keine AP. Option 2, diese Option halte ich am wahrscheinlichsten. Er ist wirklich eine Mini-Maker-Wurst und will es verstecken. Das ist die Option, die ich denke, die richtig ist. Jo, ich werde dir aber überfallen. Wir haben nichts gemacht, Mann. Wir wollen einfach nur ein bisschen hämmern. Ey, lass mal Bauarbeiter in Ruhe, verdammt. Lass dir mal eine Ruhe, du. Und mach die Hände hoch. Ja, mach die Hände hoch. Mach die Hände hoch, du. Hände hoch, Hände hoch. Hallo? Ich hab gesagt, Hände hoch, du. Ich würde euch gerne das Fahrzeug zurückbringen. Das Fahrzeug. Das Fahrzeug. Hä? Ich nehme einfach diesen Lambo hier. Ey, steig aus, es rappelt. Sorry, Mann. Aussteigen oder es knallt. Ja, chill, warum denn? Aber warum? Ja. Okay, der hat Waffe gezogen, nachdem er Dick aufgestanden, der war doch tot. Ja, Niola hat ihn nicht beachtet. Ey, warum? Komm, wieder Erdem. Wieder Erdem. Die brechen jede Regel, die haben schon 5 Regeln gebrochen. Macht die auch mal was? Ach du Scheiße, Mann, der Server ist ja voll Much. Alter, wie schlecht, Alter. Ich würde sagen, wir machen ein Gruppen-Selfie mit John Wick. Leichenschändung machen die auch. Ich war nicht in Hose. Was laberst du, Alter? Man muss über die Linie. Das ist doch nicht die Jungs von denen da. Du hast doch gar keine Ahnung, Chris. Verpiss dich mal. Ja, ich bin ja Discord, aber es kommt keiner. Die Admins anscheinend wieder am W*** sind und zu unfähig sind.
Ach du Scheiße, der Support ist ja so schlecht. Nur weil so viele Leute in der Fraktion sind, machen die jetzt nichts, oder was? Alter, ich scheiße auf den Server. Das ist das letzte Mal, dass ich auf diesem Server gespielt habe. Das ist wirklich das allerletzte Mal. Einfach hin, Digga, gar kein Reden, ja. Es ergibt keinen Sinn, ich mach hier keine Situation weiter. Ihr seid alle Supporter drin und ihr kleinen Söhne, deswegen kommt kein Admin oder was? Ihr habt schon ein bisschen 5 Regeln gebrochen. Alles gut. Ihr kleinen Söhne, ihr OOC-Söhne. Deine Oma fisch. Deine dreckige Oma fisch, du Sohn. Scarface ist so ein schlechter Server. Ach du Scheiße, Bruder. Supporter kommen einfach nicht. Da sind 6-7 Regeln gebrochen. Weißt du, wenn ich meine Kleidung nicht habe, wenn ich eine Kleidung habe, die nicht so passt, dann, da kommt der Admin direkt. Aber wenn ich einen Admin brauche, dann kommt er nicht. Weißt du, mit 30-40 hat er mich wegen sowas abgeknallt. Neolife-Regel wurde nicht beachtet. Leichenständung wurde gemacht. RDM war auch noch dabei. Stream-Sniping war auch dabei. Es waren einfach 5 Regelbrüche. Scheiße auf die Hörner. Wisst ihr, was das Lustigste an dieser ganzen Sache ist? Ich kann besser RP als die, obwohl ich es nicht versuche und die versuchen es. Ich versuche kein RP, ich kann es trotzdem besser als sie. Die versuchen es und können es trotzdem nicht. Ich konnte die ganze Zeit abknallen, ohne dass sie irgendwas machen konnten, aber die haben es nicht hinbekommen ohne Regelbrüche. Du bist OOC-Mat. Ich bin nicht OOC-Mat. Das ist bei mir ein Dauerzustand. So bin ich generell drauf. Wenn das nicht passt, dann Abflug, lutsch meinen Schwanz. Weg mit dir. Die haben mir 10 Tage Bann gegeben. OC Mad hat er geschrieben, Neolife, H-Bombe. Felix der hat mich gebannt. Er hat einfach Eigensupport gemacht. Felix, du bist der größte und er schmeißt mich ganz aus Support-Warteraum raus, damit ich nicht mit anderen Admins reden kann. Felix ist ein Sohn. Der Name hier, merkt euch den. Felix ist ein Sohn. Er ist getriggert, weil man ihn Sohn nennt. Weil er weiß, dass es die Wahrheit ist. Ach, Jeng, lass mich in Ruhe mit dem Mann. Bloodline juckt doch keiner, haben wir da gerade 2 Leute drauf, aber das sind doch die größten Ampelmänner, aber der zockt doch keinen Schwanz. Projektleiter ist einfach am Sacken gewesen bei mir. Der gibt mir einfach einzigartige Autos und so. Der hat mir ja richtig hardcore den Johnny gewirkt.